Demokratie ist nicht überall direkte Demokratie und es ist nicht nur die Volksabstimmung am Schluss, was der Höhepunkt ist, worauf es drauf ankommt, sondern es ist der gesamte Prozess. Und so unser Zugang ist, dass man eben das gesamte Prozessdesign vom Beginn eben bis zur Volksabstimmung sich ganz genau anschaut und genau die Aspekte, die du da angesprochen hast, der ist ja ganz zentraler. Wenn der Prozess nicht fair ist, wenn nicht Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit besteht, dann hat eine Abstimmung auch nur einen eingeschränkten Wert. Wenn man nicht den Zugang hat oder die Informationen nur sehr einseitig durchkommen können und da nicht gegengesteuert wird, dann ist auch der Diskurs eher oberflächlich und kann das Potenzial, das eigentlich drinnen wäre, nicht entfalten. Ich glaube, die viel Zeit hat zum Nachdenken und gebildet ist. Und viele Menschen haben aber die Zeit nicht, haben eine geringe Bildung, sind voller Ressentiments, Hass und Frust und was weiß ich. Und wenn da jetzt Leute kommen, die sagen, kein Kulturzentrum islamisches oder das oder jenes, dann können sie diesen Frust loswerden. Der Frust kommt gar nicht vielleicht von dort, sondern von ganz was anderes, aber der wird kanalisiert, so wie die Nazis halt die Aggressionen auf die Juden kanalisiert haben. Und bei einer Masse von Menschen, die keine Zeit haben zum Nachdenken, könnte es schon relativ viel sein. Wie ist das jetzt anders? Also unsere Lieblingsparteien, unter Anführungsstrichen, die gehen ja auch jetzt schon genauso vor. Ja. Und setzen genau das jetzt schon, also ohne direkte Demokratie durch. Und wie gesagt, für uns ist eben wichtig, das Prozessdesign so zu gestalten, dass jeder zumindest jede die Möglichkeit hat, sich zu informieren und relativ unkompliziert mit diesem Abstimmungsbüchli, wo die Argumente pro und contra gegenübergestellt sind. Also da kann man im Grunde also können alle sich. Das Positive, was euer Konzept bringt, ist, dass mehr politische Diskussion hineinkommt. Genau. Vielleicht entsteht dadurch auch insgesamt weniger Frust, weil Themen viel früher behandelt werden müssen. Und zwar in der Richtung, wie es das Volk möchte. Da kann sich dann keiner ins Fernsehen setzen und sagen, es passt eh alles und es ist jetzt gar nicht so schlimm. Und es ist so wirklich zu handeln aufgrund zu sagen, des Gesetzesvorschlags oder eben der ganzen auf der B-Bringung des Themas. Und dann ist vielleicht vieles anders möglich. Und dann sind vielleicht diese ganzen Frustabstimmungen und sowas gar nicht so möglich oder wichtig. Österreich, Deutschland, Schweiz hat es zum Jahreswechsel von Reader's Digest eine große Umfrage gegeben, wo es unter anderem, also das sind etliche Fragen gegangen der politischen Einschätzung zu etlichen Themen, aber unter anderem ist gegangen um die politische Zufriedenheit und da ist wirklich ein ganz signifikanter Unterschied zwischen Österreich und Deutschland einerseits und der Schweiz andererseits. Also in Österreich die Zufriedenheit und Deutschland ungefähr ein Drittel, die zufrieden sind mit dem politischen System und in der Schweiz sind es ungefähr zwei Drittel. Da gibt es einen Glücksforscher, Bruno Frey, also Schweizer, und der hat wirklich auch empirisch nachgewiesen und belegt, dass dort, wo die direktdemokratischen Instrumente stärker und besser sind, dass dort die Menschen glücklicher sind. Also ceteris paribus, wenn man genau dieselbe Person in dem einen Kanton nimmt, wo die Instrumente stärker sind und dann so ein Ort, im selben Alter und so weiter, in einem anderen Kanton, wo die schlechter sind, das wirklich von der subjektiven Beurteilung aber glücklicher ist. Ist das Glücksempfinden dort stärker, also man sich einfach besser entfalten kann in seinen Möglichkeiten, als diese Instrumente gibt. Und wir wollen ja letztlich nicht repräsentative Demokratie abschaffen, sondern ihn ergänzen. Und mit repräsentativer Demokratie delegieren wir sozusagen die Entscheidungsmacht und direkte Demokratie will dieses Recht dann oder die Möglichkeit schaffen, dass man diese Delegierung wieder zurückholt. Also wenn wir uns nicht repräsentiert fühlen, weil ein Thema nicht auf die Agenda kommt, naja, dann kann man Unterschriften sammeln und das letztlich bis zur Abstimmung bringen. Oder wenn das Parlament umgekehrt ein Gesetz beschließt, wo man den Eindruck hat, ja, das wollte ich eigentlich so jetzt nicht, wie meine Stimme abgenommen, naja, dann holen wir das Recht wieder zurück, sammeln die Unterschriften und dann kann ich selber drüber abstimmen. Und ich glaube, das ist ganz essentiell, dass man, dass die Bevölkerung dieses Recht wieder zurückholen kann. Und dass das nicht sozusagen ein Blankoscheck ist, der an die Politik ausgestellt ist, wie es jetzt ist, sondern
holen wir uns wieder zurück. Das ist eigentlich der Kern letztlich des direktdemokratischen Anliegens.